Nach einem Bericht der Vereinten Nationen mussten im vergangenen Jahr rund 80 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Mehr als 30 Millionen sind unter 18 Jahre alt. Fast 4 Millionen Menschen haben allein ihr Heimatland Venezuela verlassen. Viele kommen nach Kolumbien, eines der wenigen Nachbarländer, das die Menschen noch ohne Papiere aufnimmt. Drüben in Venezuela gibt es keine Medikamente für ihren Sohn. Deswegen war Gabriela Zambrano einst hierher nach Kolumbien geflohen. Jetzt aber bleibe ihr und ihrem Kind nichts anderes übrig, als zurück nach Venezuela zu gehen. Dort habe man immerhin ein Dach über dem Kopf. Wir müssen zurück nach Venezuela, weil wir in Kolumbien aus unserer Wohnung geworfen wurden. Das Virus, die Ausgangssperre, es gibt keine Arbeit mehr in Kolumbien. Wir haben kein Geld mehr, um dort zu überleben. In der Grenzstadt Cúcuta sitzen viele fest, denn Venezuela macht dicht, lässt nur wenige hundert Menschen pro Woche ins Land. Weil sie mit dem Viruserreger infiziert sein könnten, hatte Staatschef Maduro vor einigen Wochen Rückkehrer als biologische Waffen bezeichnet. Inzwischen verspricht er, dass man alle Landsleute menschenwürdig behandeln werde. Diese Aufnahmen zeigen ein anderes Bild. In Venezuelas Zwangsquarantänelagern sollen teils katastrophale Zustände herrschen. Die internationale Gemeinschaft müsse Menschen auf beiden Seiten der Grenze besser unterstützen, fordern Hilfsorganisationen. Die Leute wissen nicht wohin, irren hin und her und so wird auch das Virus weiter verbreitet. Wir müssen Lösungen finden, in Kolumbien wie in Venezuela. Zunächst aber könnte sich die Lage weiter zuspitzen. Die lokalen Behörden in Cúcuta erwarten in den nächsten Tagen tausende weitere Migranten auf dem Weg nach Venezuela. Zugeschaltet ist jetzt Günther Burkhardt von Pro Asyl. Willkommen. Guten Tag. Woran liegt es denn aus Ihrer Sicht, dass so viele Menschen fliehen müssen wie nie zuvor? Das ist Krieg, Terror. Und die Hauptstaaten, von denen sie fliehen, sind Syrien und Afghanistan und Venezuela, was wir kaum wahrnehmen. Und gerade Syrien und Afghanistan sind Staaten, in denen Verfolgung herrscht, Krieg, Terror. Und das wird sich auf Dauer leider nicht ändern. Und damit sind wir beim Kern des Problems, dass Deutschland und die europäischen Staaten ihren Beitrag leisten müssen, damit Flüchtlinge auch hier Schutz finden und nicht vor Europas Toren stranden. Viele flüchten ja auch in Nachbarländer. Wie können diese Aufnahmeländer unterstützt werden, wo es ja oft selbst nicht so viel besser ist? Ja, man muss zum einen finanziell helfen, klar, aber auch man muss erkennen, dass über die Türkei ein Durchgangsland ist. Sie kennt nicht das Flüchtlingsrecht, sie erkennt es nicht an und genau deswegen dürfen diejenigen, die aus der Türkei über die Türkei nach Europa fliehen, nicht dorthin zurückgeschickt werden, denn die Türkei ist nicht sicher. Sie bietet keinen dauerhaften Schutz. Schauen wir mal auf die Rolle Deutschlands als ein Land, das ja Geflüchtete aufnimmt. Werden wir unserer Verantwortung, so wie Sie das sehen, vor dem Hintergrund gestiegener Flüchtlingszahlen gerecht? Ja, nein, um es ganz klar zu formulieren. Es leben bei uns hier viele Syrer, viele Afghanen. Und die Angehörigen sind auf griechischen Inseln, wollen verzweifelt raus, wollen hierher. Und die Bundesregierung sagt, das ist ein europäisches Problem. Wenn aber der Bruder in Hamburg lebt und die Frau auf Lesbos oder umgekehrt, dann müssen die Menschen raus von dieser Insel. Es sind dieselben Zustände, die wir sehen, die Elendslager, die Lager der Perspektivlosigkeit und vor allem die Verweigerung des Zugangs zu einem Rechtssystem, wo man prüft, wer braucht Schutz. Und das kann man nicht in Massenlagern an der Außengrenze Europas durchführen, jedenfalls nicht rechtsstaatlich. Auf dem Papier haben wir doch ein Asylverfahren. Woran liegt's? Es liegt daran, dass man vorschaltet eine Prüfung, ob man überhaupt reinkommt ins Asylverfahren. Man will ja erreichen, dass sie gar keine Asylanträge stellen können, sondern sofort zurückgeschickt werden in die Türkei. Das ist der Kern des EU-Türkei-Deals und das ist der Kern dessen, was das Innenministerium europaweit zur verbindlichen Norm machen will während der deutschen EU-Präsidentschaft. Und dagegen protestieren Pro-Asyl, Kirchen, Verbände, alle in der Flüchtlingsarbeit tätigen, weil man so einen Rechtsstaat außer Kraft setzt. Massenverfahren in Elendslagern, in Haftbedingungen an der Außengrenze Europas
führen eben nicht dazu, dass Verfolgte Schutz bekommen. Das Kernproblem, das es ja unter den EU-Mitgliedern gibt, das ist ja das, dass es eine ganz unterschiedliche Bereitschaft gibt, Geflüchtete aufzunehmen. Wie kann man das nach Ihrer Ansicht nachlösen? Wir haben lange zugeschaut, dass osteuropäische Staaten vom Wirtschaftsraum der Europäischen Union profitieren, aber die Menschenrechte ignorieren. Das ist ein Versagen von Brüssel, aber auch der Bundesregierung und anderer westlicher Staaten, dass sie hier keinen Druck ausüben. Ich würde es mal salopp formulieren, wer sich weigert, Flüchtlingen Schutz zu gewähren und auch massiv Rechtsverletzungen begeht, an der Grenze zurückprügelt, zurückschickt, wie Griechenland jetzt oder Ungarn, die sollten auch sanktioniert werden, auch im finanziellen Bereich. Deutschland kommt ja in Europa bald eine besondere Rolle zu, weil es ab dem 1. Juli für ein halbes Jahr den EU-Ratsvorsitz übernimmt. Was erwarten Sie da? Also man kann was erwarten. Man muss erwarten, dass Deutschland vorangeht als Motor Europas, Europa zusammenhält. Wir befürchten jedoch eine Spaltung Europas, indem Deutschland sagt, wir nehmen ein paar hundert Kinder von den griechischen Inseln auf, die Ungarn, die Griechen, die rüsten wir auf, Frontex stärken wir, dass auf dem Meer zurückgeschickt wird, zurückgedrängt wird. Die positive Reaktion wäre zu sagen, 4.000, 5.000 Menschen vielleicht leben in diesen Elendslagern auf den griechischen Inseln und die Weigerung Deutschlands, wenn sie Angehörige haben, und es sind diese 4.000, sofort aufzunehmen, ist nicht zu verstehen. Und wenn ich einen Anreiz setze, auch zu anderen EU-Staaten. Wir sind bereit zur Aufnahme. Wir tolerieren keine Menschenrechtsverletzungen. Das wäre ein Impuls, der zu setzen wäre, genau wie die Bundesregierung mit Werf in der Corona-Krise für das Recht auf Gesundheit eintritt. Nur genau dieses Engagement für das Recht auf Schutz, das Recht auf Asyl, das vermissen wir. Sagt Burkhard Günther von Pro Asyl. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Günther. Gerne.